Himmel. Pass auf, wo du hingehst. Ich sollte aufpassen, wo ich hinrieche, denn wir suchen den Stinker. Hallo Freunde und willkommen. Oh Gott, war das ein scheiß Anfang. Oh Gott. Hallo ihr Buben und Mädchen und willkommen zu einer neuen Folge von Wo ist der Stinker? Und nein, wir reden hier nicht davon, dass wir einen Haufen suchen. Wobei, das stimmt jetzt eigentlich auch nicht. Wir suchen einen Haufen, aber einen Haufen voll Geld. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, wir suchen... Ach, Baldrian, ich glaube, das werden wir alle brauchen bis zum Ende der nächsten Folgen. Ja, wir suchen einen Typen namens Stinker, der Sohn des Gerbers. Habt ihr jemals eine flache Blüte gesehen? Das sah aus wie ein Teller. Ja, und der war in ein paar kriminelle Machenschaften verwickelt, hat illegal Fleisch verkauft, hat Geld versteckt und ja, wahrscheinlich steckt er auch hinter dem Überfall auf Neuhof. Und ja, das versuche ich jetzt rauszufinden, beziehungsweise ich versuche rauszufinden, wo der Stinkstiefel steckt. Mit dir. So, du mit deinem Pornoschnurrbart, das sagt mir doch schon alles. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Da fällt mir ein, ich habe Kunhuta schon ein Weilchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier, war aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Oh, und noch was. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich habe die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hätten irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Oh, und noch was. Oh, Jesus. Batzek veranstaltet bei uns einen Bogenschießwettbewerb. Wenn du dir ein paar Groschen verdienen willst, geh zu ihm und mach mit. Da ist ja doch schon ein bisschen was los. Also, Stinker. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, ja. Da hab ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von mir. Dein schlimmster Albtraum. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Ja, vom Wilderern zu kaufen ist ein Verbrechen. Ach so, ja, wir haben ja jetzt die Werte. So, oh, das ist doch schön. Guckt mal, wir haben einen richtig schönen Bonus drauf. Ah, keine Zeit für Ausflüchte, nein, wir machen eine subtile Drohung. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Wort. Gut. Also, was willst du wissen? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Ah, okay, das ist interessant. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Okay, ich glaube nicht, dass er am Flussufer war. Außer, wenn er dort sein Versteck hatte, weil jeder im Wald suchen würde. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Okay. Hey! Das sind doch ein paar recht interessante Informationen. Oh, liegt da ein toter Hase? Oh,
Pfui, Deibel. Das ist doch Raps, oder? Ah, oh Gott. Aggressiver Salat. Oder Löwenzahn? Das ist aggressiver Löwenzahn. Der hier ist schon passiv. Der wurde gezähmt, aber der ist noch wild und frei. Pfui, Teufel. Okay, Minenschacht im Wald. Aber bevor ich dorthin gehe... Oh, falsche Stelle. Gehe ich nochmal zum Haus von seinem Vater und suche mal nach dem Geldversteck. Soll ich den Vater mal drauf ansprechen? Er hätte was von dem Geld immerhin verdient. Schade, ich habe jetzt eigentlich was gesucht, wo ich noch ein paar Pfeile abbeuten kann. Also, mein Freund, dann schauen wir doch mal. Guten Tag. Hast du denn keine Ich weiß wirklich... Wie das? Na, da immer ein paar Pfeile... Er hatte Geld, weil er das Zeug... Okay, das haben wir alles schon gut durchgenommen. So. Vielleicht hier? Oder im Scheißhaus? In irgendeiner Ecke vom Grundstück hat er es versteckt. Nah. Irgendwie glaube ich nicht, dass er es da drin versteckt hat. Irgendeine Stelle, die aussieht, als ob man dort was vergraben hat. Ah, guck, da ist weniger Gras an dieser Stelle. Sieht mich keiner? 115! Groschen, 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 nichts ganz Schöner auf der Welt. Groschen, 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 ich kauf das, was mir gefällt. Ach ja. Ein robuster Gambeson. Den nehme ich mal auch mit. Finde Stinkers Vorrat. So, mal sehen, ob ich den tragen kann. Ob der mir vielleicht Vorteile bringt. Nein, der macht... Moment. Doch, der macht mir eine bessere Körperrüstung. Den ziehe ich an. Aber den muss ich noch reparieren. Um ihn mit diesem Set zu reparieren. Zu sehr beschädigt, okay? Tja, schade. Aber egal. Wieso bin ich jetzt überladen? Oh. Moment, ich kam Vater hier ein paar Sachen verkaufen. Upsa. Ich muss mal gucken, ob das Geld auch was wiegt. Ach, das kann ich hier ja gar nicht nachschauen. So, die leichte gepolsterte Rüstung. Die ist in einem besseren Zustand. Aber der Gambeson bringt mir mehr. Den könnte ich jetzt aber sowieso nicht verkaufen. Weil er ja hier gestohlen wurde. Tja, dann muss ich wohl das hier. So, Baldrian wird verkauft. Die Ringelblümchen werden verkauft. Wildschweinleder behalte ich. Ach, was soll's, ich verkaufe noch den Schnaps hier. Und das Konservierungsmittel brauche ich eigentlich auch nicht. Die Fackel behalte ich, die Pfeile behalte ich. Wah.
Ach, ich brauche jetzt auch nicht zu feilschen, ich verkaufe es einfach. So, jetzt kann ich mich wieder normal bewegen. Sehr schön. Na, dann schauen wir doch mal. Wo muss ich hin? Ich glaube, mehr Informationen werde ich hier nicht finden. Ach du Scheiße. Okay, gehen wir erstmal den stillgelegten Minenschacht aufsuchen. Aufpassen, dass ich nirgends reinstürze. Oder dass ich meine Peebles verliere. Gell? Ah, noch nie so gut geritten. So, stillgelegter Minenschacht, da haben wir ihn doch. Wow! Ganz ruhig, Peebles, ganz ruhig. Bisschen braves Pferd. Okay, das kann ich vergessen. Der ist eingestürzt. Sonst ist da unten keiner. Das F ist der nächste. Okay, dann gehen wir in Richtung von dem F. Da muss ich irgendwie über den Fluss kommen, aber da unten wird wohl irgendwo eine Stelle sein, wo ich einfach rübersetzen kann. Aha, da hinten. Kann ich mit meinem Pferd eigentlich schwimmen? Sacker. Nee. Das ist ganz schön tief hier. Ah, verdammter Busch. Nein, ich stecke fest. Nein. Ah, dieses Ding geht mir so auf den Sack. Scheiß Büsche, man sollte sie alle ausrotten. Ganz ruhig, Peebles, du machst das gut. Oh oh. Bist du Freund oder Feind? Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Herr. Ein kleiner, einvernehmlicher Kampf. Und warum sollte ich kämpfen? Warum sollte ich mit dir kämpfen? Ad honorem, Freund. Für die Ehre. Für den Nervenkitzel. Irgendwie gefällt der Kerl mir nicht. Unter diesem Gesichtspunkt? Also, kreuzen wir die Klingen? Wofür? Ich will irgendwas haben. Klingt interessant. Aber worum kämpfen wir? Ah, so ist die Ritterlichkeit dir nicht Versuchung genug? Nein, mein Herr. Mich locken eher glitzernde Köder. Verstehe. Nun, warum nicht? Machen wir das Ganze interessanter. Pass auf. Beim Würfeln habe ich einen feinen Harnisch, ein Pferd und ein Schwert gewonnen. Gaul und Klinge brauche ich, aber die Rüstung passt mir nicht. Ich setze sie gegen einen vernünftigen Gegenwert an Groschen. Boah. Okay, Wette annehmen. Gut, warum nicht? Freut mich, das zu hören. Beginnen wir. So, gegen einen vollgerüsteten Kämpfer antreten. So, mal sehen, ob ich mir noch was holen kann. Oh, wow, 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 wow. Schönling, hohe Gewalt. Du erhältst einen Bonus von 2 auf Stärke. Malus auf 1, nein, das möchte ich eigentlich nicht. Güldene Zunge. Gelehrter. Deine Lesefertigkeit wird 3 Punkte erhöht. Ah, oh, es hat alles einen Vor- und Nachteil. Boah, Mann, 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 Mann. Naturbursche.
Ein Bonus auf 1. Ja, ich bin mehr in Städten unterwegs. Mehr in der Wildnis unterwegs. Also machen wir das. Komm. Ich bin hier drüben. Ich weiß, ich richtig. Ach, verdammt. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber lass mich jetzt gerade mal hier noch ein bisschen... Was habe ich hier denn? Packesel mit viel Schwung. Mehr Schaden. Wildschwein. Fest im Griff. Huckepack. Packesel. Schädelbrecher. Oh, das machen wir. 10% höhere Stufe. Das machen wir. Den Gegner damit umhauen ist immer gut. So, Schwert bringt mir jetzt aber noch nichts. Okay. Ah, ich habe das Kampfsystem immer noch nicht genug verinnerlicht. Was? Ach so, ich kann den irgendwo drauf anwenden. Ah. Oh, ich bin am Bluten, oder? Ich bin am Bluten. Okay, ich blute nicht, ist alles normal. Ja, natürlich. Eigentlich will ich meine Groschen wieder haben. Oh! Boah, wie knapp. Ah, oh, schade, immer noch nichts gelernt. Oh, es war ein harter Kampf, mein Freund. Aber ich hab dich auch... Oh oh. Schade. Na egal, ich habe ein bisschen Beute gemacht. Tut mir leid, Peoples, dass du das mit ansehen musstest. Das war ja alles andere als ruhmreich, was ich mir da geleistet habe. Jetzt will ich mal meine Ausbeute sehen. Eine Räucherwurst. Was habe ich denn an Sattheit? Doch, die kann ich essen. Den habe ich woanders geklaut. Speck. Sattheit 15. Oh, ich bin überfressen. Oh, verdammt. Na, Verbände habe ich geklaut, ja. Scheibenkleister, ich verliere jetzt meinen Bonus. Na, was soll's. Los, weiter. Oh, 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 oh,
ich bin ja auch noch verwundet. Ich bin ja noch verwundet. Ich blute nicht. Verwundet, ich muss aufpassen. Die Sassauer Wälder. Neues Gebiet entdeckt, sehr gut. Dann schauen wir doch mal. Ja, der ist auch eingestürzt. Ja, langsam sinken die Möglichkeiten, sich zu verstecken. Mal sehen. Das nächste ist das E. Okay. E, wie einfach. Mit dem Ritter ärgert mich jetzt. Ich muss das Kampfsystem noch mehr verinnerlichen. Ich muss noch... Wow! Was war denn das gerade? Das sah aus wie so eine Reiterfalle, wo man mit dem Pferd reinreiten soll. Nein, das ist ein... Das ist ein Zaun. Das ist das Gebiet von einem Förster. Häuser oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht baut da einer illegal was an. Puh. Also Peebles, das war knapp. Gottheit. Keine Ahnung. Aber da hatte jemand definitiv zu viel Zeit. Immerhin konnte ich ein paar meiner Attribute wieder steigern. Und habe auch noch zwei neue Fähigkeiten gelernt. Also hat der Kampf ja doch noch was gebracht. Auch wenn er nicht zu meinen Gunsten ausging. Scheiße, ein neuer Harnisch, das wäre was gewesen. Ey. Das wäre was Feines gewesen. Ach, bei Gelegenheit werde ich mir mal beim Rüstschmied in Ratai was Ordentliches besorgen. Stärker als dieser Hang, Peebles. Lass dich nicht von dem Hang unterkriegen. Vielleicht ist auf diesem Weg ja auch noch sowas wie ein Überfall. Bin ich bei voller Gesundheit, das wäre gefährlich, aber gut. Da kämpfe ich nur umso ergebener, nein, umso verbissener, genau. Komm schon, den Hang hoch! Peebles, du schaffst das! Ach.
Wie gesagt, ich frag mich, ob es auch Bären gibt. Ich da mit vollem Galopp durch den Wald reite und auf einmal steht ein Bär vor mir, weiß es ja. So, hier irgendwo. Oh oh. Huh. Aha, das sieht doch aus wie ein Versteck für einen Wilderer. Erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist. Bitte töte mich nicht. Ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten. Ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht um. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du dann? Tja, erwischt. Das ist unwichtig. Entscheidend ist, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Wenn man bedenkt, wie viele Feinde ich habe, ist das sehr wahrscheinlich. Ich rede von der Bande, die das Gestüt bei Neuhof geplündert hat. Ich weiß, dass du dort warst. War ich auch. Aber ich habe mit diesen Bastarden nichts zu schaffen. Ich nehme dich beim Wort, vorausgesetzt, du sagst mir, was du weißt. Keine Ahnung, warum es dich kümmert. Aber wenn's mir die Schlinge vom Hals hält, werde ich singen. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen riesen Anschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein, haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Okay, jetzt haben wir endlich mal einen handfesten Hinweis. Aber dass sie im Wald sind, das wussten wir ja schon. Deine Bande. Was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt.
Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pio sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Interessant. Okay, jetzt, das heißt, wir müssen noch eine Spur folgen, um zu Pius zu kommen, der uns vielleicht zum Lager führt. Ich weiß nicht, Timmy hat ja eine lebhafte Fantasie, ob der uns das genauso sagen kann. Aber gut, finden wir auch heraus. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er in den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich habe ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war es nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Wow. Gut, die Geschichte ist ein bisschen anders als die, die wir von Rotschopf gehört haben, aber in den meisten Einzelheiten stimmt sie überein. Es sind nur so ein paar kleine Details. Okay. Das genügt fürs Erste. Mal sehen. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Ich hätte jetzt erwartet, dass Banditen auftauchen. Hey, hier drüben! Oh. Hier, wir haben die Höhle gefunden. Halt die Fresse, sonst hört ihr euch doch. Scheiße. Das sind Wichtsleute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Ich hab... Bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh,
sind nur 3 Stück. Na, immerhin wird gespeichert. Was hast du vor? Was ist das? Hättest du nicht warten können? Was haben wir denn da? Unterhaltung? Vorzüglich. Das wird eine Arena! Was ist los? Verdammte Scheiße! Sag jetzt nicht, dass es einer von denen hat einen Pfeil. Alle Doppelnelle. Mehr hast du nicht drauf? Ah! Du Schwein, du! Hättet ihr mir Gnade gewährt, hä? Ich ergebe mich. Oh. Feigling. Ich gewähre euch dieselbe Gnade, die ihr den Neuhofern gewährt habt. Wir zwei haben ein Wörtchen zu reden. Danke für deine Unterstützung. Blöder Sack. Ich habe noch ein paar Fragen. Was? Du kommst mit mir. Herr Ratzig und Herr Hanusch werden dich anhören wollen. Ich vermute mal, ich habe keine Aussicht drauf, dass du ein Auge zudrückst. Warum sollte ich? Ich habe nichts wirklich Schlimmes angestellt und dir alles gesagt. Das kannst du ihnen selbst erzählen und mich hier lassen. In ein paar Wochen schnür ich mein Ränzel und zieh Leine. Nichts Schlimmes? Wie viele Menschen starben in Neuhof? Die Hälfte der Ställe wurde niedergebrannt. Ich hab niemanden abgemurkst und ich hab auch kein Feuer gelegt. Aber du hattest deine Finger im Spiel und wolltest sie ausrauben. Du hättest sie warnen können. Ich bin kein Heiliger, aber sicher verdiene ich nicht den Strick. Das waren alles die anderen. Da gebe ich einen feuchten Furz drauf. Du warst dort, hast keinen gewarnt und diesen Mördern geholfen, wenn auch nur für kurze Zeit. Du kommst mit mir nach Ratai. Du weißt, dass du mich damit zum Tode verurteilst, oder? Den Tod hat er jetzt nicht verdient, aber eine Strafe auf jeden Fall. Vielleicht lässt Herr Hanusch Gnade walten. Bisher hattest du ja immer Glück. Na, immerhin haben wir jetzt endlich mal einen der Schuldigen. Oh, das wird wieder eine lange Folge, sehe ich gerade. Schade. Ich habe gehofft, ich könnte ihn sehen, aber nichts da. Gut. Also haben wir den ersten dieser Verbrecher geschnappt. Bin zufrieden.
So, das passt doch jetzt gerade. Ich bin jetzt auch gerade beim Rüstungsschmied. So, mal schnell geguckt. So. Beim Holzfällerlager nach Timmy erkunden. Okay. Ach, schon wieder die falsche Taste. War richtige Taste. Erstmal gucken, habe ich noch eine Fähigkeit gelernt? Schwert, aber das bringt mir nichts. Okay. Inventar. So. Sattheit 106, das reicht. Also, die Stiefel. Bringt mir eigentlich nichts, aber ich ziehe lieber die sauberen an. So. Der Gambeson bringt mir mehr. Die geflickten Beinlinge bringen mir auch Vorteile. Die Kettenhaube bringt mir auch mehr. Die Lederhandschuhe. Die sind weniger auffällig. Das ist eigentlich gut für mich. Der Nackenschutz bringt mir wieder Nachteile. So, Platten-Ellbogen-Rüstung. So oder so. Das bringt mir mehr. Okay. Und der Wappenrock. Ja. Ja, ich hol den da. Das Dunkle sieht schon irgendwie geil aus. So, und zum Abschluss jetzt gerade nochmal. Gerade nochmal was repariert. Eieieiei. Schade, reparieren ist zwar hoch, aber ich kann mir da noch keine Fähigkeit leisten. Gut, Leute. Also in der nächsten Runde. In der nächsten Folge. Ich muss lesen. Ich muss mir einen Platz suchen, an dem ich mich ausruhen kann. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal ein bisschen umsehen. Mit Theresa, ach, würde ich jetzt noch nicht reden. Ich würde mal noch ein, zwei Tage ins Land ziehen lassen. Aber wir haben ja auch noch ein paar Nebenquests, um die wir uns kümmern können. Und ja, wie gesagt, die werden wir in der nächsten Folge mal angehen. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.